Und dann ist es soweit. Der erste Versuch. Letzte Vorbereitungen auf dem Schanzentisch und ein letzter skeptischer Blick. Da also soll es hochgehen. Natürlich hat man so ein leichtes Bauchkrummeln, logisch. Aber die Voraussetzungen sind sehr gut. 5, 4, 3, 2, 1, Auto, go! Die Reifen drehen durch. Der Wagen bricht aus. Die Bremsen rasten ein. Nicht einmal die Hälfte der Strecke hat der Quattro geschafft. Was ist das Problem? Es schneit ununterbrochen und wir haben es nicht im Griff, dass dann doch wieder in dem Radius von der Schanze sich doch wieder so viel ansammelt, dass sich da Schlupf aufbaut und sobald sich Schlupf aufbaut, ist vorbei. Also Schneeschippen auf der Schanze, damit die Reifen nicht durchdrehen. Weiter, go. Der zweite Versuch. Aber auch diesmal ist schon kurz nach der Hälfte Schluss. Trotz Allradantrieb kann sich der Wagen nicht auf der verschneiten Piste halten. Deshalb wird auf andere Spike-Reifen umgestiegen. Nagellänge 7 mm. Wenn es jetzt nicht klappt, dann überhaupt nicht. Der letzte Versuch. Noch einmal werden alle Kameras in Position gebracht und der Helikopter geht in die Luft, um den entscheidenden Augenblick festzuhalten. Die Sekunden vor dem Start. 5, 4, 3, 2, 1, Fahrzeug, go! Diesmal hat er es gepackt. 80% Steigung, 48 Höhenmeter. 19 Jahre nach der ersten Fahrt bezwingt erneut ein Auto die Skisprungschanze von Kaipola. Begeisterung bei denen, die diese Himmelsfahrt möglich gemacht haben. Herrlich, einfach herrlich. Von der Theorie her war es uns immer klar, wir müssten es schaffen. In der Praxis mit allen Unwegsamkeiten. Jetzt haben wir es geschafft. Die Schanze hoch hat es der Audi komplett aus eigenem Antrieb geschafft. Aber wie kommt er wieder runter? Jetzt muss der Wagen also doch noch an den Haken. Eine Seilwinde sichert die Fahrt zurück auf den Schanzentisch. Denn einfach rückwärts runterfahren wäre sicher keine gute Idee. Also, es hat geklappt. Damals wie heute. Ich hätte gern einmal dieses Gefühl dieser Schräglage. Und wir haben es hier hingebastelt. Mhm. Würden Sie trotzdem sich ans Steuer setzen? Ja, ich meine. Also, so wie eben bei der Fahrt auch. Was ist für Sie als Fahrer das besondere Problem auf der Schanze gewesen?